Willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde bei Dwarf Fortress. So, ich habe mich in der Zwischenzeit mal im Wiki schlau gemacht, wie wir das hier mit dem Abfluss gelöst kriegen. Also erst einmal machen wir hier unten den Ablauf etwas breiter. So. Und lassen das mal ausminern und auschanneln, bevor wir uns dann um die anderen Sachen kümmern. So. Gucken wir mal, was wir noch so machen können. Also erst einmal, abgesehen davon, dass wir unter Uma gucken. Okay, die beiden sind jetzt mit anderen Sachen beschäftigt. Ich habe nämlich in der Zwischenzeit die Jobs ein bisschen umgeändert. Deswegen sollten jetzt unsere X-Boat-Zwerge, die gerade nicht am gerade nicht im Dienst sind, sollten jetzt eigentlich hier was machen. Also eigentlich X-Boat 2 Zwerge. Sollte irgendeiner mal kommen dann und da channeln und so. Okay, Katze läuft zum Refuse-Stockpile, warum auch immer. Und kommt irgendwo ein Zwerg oder haben wir noch andere Jobs zu erledigen? Ne, hier oben ist alles ausgemeinert. Und den X-Boat-Zwergen müsste ich meine Aufträge gegeben haben. Ja, gehen wir nochmal hier runter. Na, bis jetzt scheint sich keiner darum zu scheren. Gucken wir mal kurz. Habe ich ihnen wirklich Mining-Aufgaben gegeben, den X-Bower? Oder sind die alle mit der Party beschäftigt? Profession, Labor, ja, Mining. Gut, da müssten wahrscheinlich erst die Spitzhacken frei werden. Wo sind die denn? Die müssten unter Weapons fallen. Whips. Die können mal eingeschmolzen werden. Kupferflegel, Iron Dagger, Two-Handed Sword, Bronze-Hellebarde, Iron-Hellebarde, Bronzebogen, wo auch immer. Ah ja, das haben wir alles vom Drachenangriff. Ja, wir haben verdammt viele Picks eigentlich. Also müssten die theoretisch damit arbeiten. Oh, und hier ist auch noch nicht fertig ausgehoben. Ich weiß nicht, woran das gerade liegt. Ah ja, doch, jetzt fangen sie an zu Schlachter. Ach ja, ich habe auch einen zweiten Schlachter hinzugefügt. Okay, einer fängt schon mal an mit dem Graben. Mit den ganzen Picks, die wir jetzt haben, also den ganzen Spitzhacken, müsste das jetzt eigentlich ein bisschen schneller gehen, wenn wir das die Militärzwerge machen lassen. Genau, Pickup Equipment, dann dürften hier die Zwerge langsam mal in Fahrt kommen. Und die da sind immer noch unter Wasser. Ja, toll. Gut. Hier ist ja, da wurde gemacht. So, als nächstes müssen wir den Stone hier oben smoothen. Den hier. Und wenn wir schon mal dabei sind, bauen wir auch gleich ein Floodgate mit X hier ein. Ein Floodgate mit X. Hier. Genau hier. Ein Floodgate ein. So.
Und einen Lever brauchen wir dazu auch noch. Das war falsch. Traps, Levers ist groß T, Lever. Hier hin. So. Gut, Floodgate wurde, so wie es aussieht, schon gebaut. Nee. Und eine Karawane ist eingetroffen von unserer Heimat. Also, Trader hin und wir brauchen Finish Goods, wir brauchen Crafts. Crafts. Da, dum, 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 dum. Davon haben wir sehr viel. Also können wir wieder gut tauschen mit unseren Zwergen, Brüdern und Schwestern. So. Pause wegmachen natürlich noch. So, die ganzen Craftspins werden hintransportiert. So, der Stone ist gesmoothed. Am besten smooth ich das ganze Ding. Nein, ist keine Statue. Designation, Smooth Stone. Am besten smooth ich hier das hier auch noch mit. So. Das dürften die Masons ja schnell erledigt haben. Genau. Auch wenn sie den Boden gleich mitsmoven. So. Meine Militärzwerge meinen da fleißig. Wie sieht es da oben mit der Schatzkammer aus? Die ist auch immer noch im Bau. Zwerge schlafen. Hunde werden geschlachtet. Ah, wie sieht es eigentlich mit... Oh ja, der ist schon mal weg. Unser Bone Stockpile hier ist total geleert worden. Also bauen wir da schon mal einen neuen Butcher und einen neuen Tanner hin. Butcher. Ruhig aus Granitblöcken. Und noch einen Tanner, der ist eins drunter mit N. Auch aus einem Granitblock, so. So, nebenbei Granitblöcke. Building. Groß C. Floor. So, jetzt machen wir das so breit, wie es nur geht. Das war jetzt zu breit. So, und platzieren das mal da aus Granitblöcken. Was habe ich da jetzt platziert? Ich wollte Floor platzieren. Downstairs. Dum, 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 dum. Nein, du nicht. Ihr seid hoffentlich alle noch da. Ja. Gut. Keine Ahnung, wo ich mich jetzt verdrückt habe, aber ich wollte Floor haben. K. So. Floor. Aus Granitblöcken. Noch ein Floor. Hier drüben aus Granitblöcken. Noch ein Floor. Nein, das war die falsche Taste. So. Auch aus Granitblöcken. Noch ein Floor. Den machen wir jetzt breiter. So, auch aus Granitblöcken. Und noch ein Floor. So. Noch mehr Granitblöcke, davon haben wir sehr viele. Building Present, no, das ist jetzt doof. Nein, Mist.
So. Noch eins. Nein, nicht schmäler, breiter, bitte. So. Noch mehr Granit. Wir haben so viele Granitblöcke über. Das gibt's ja gar nicht. Noch mehr Granitblöcke. Hier können wir nicht drüber bauen. Das heißt, wir müssten theoretisch den Workshop abreißen. Und dann da bauen. Ja, das machen wir am besten so. Remove Building. Okay, die Karawane ist angekommen. Jedenfalls ein Teil von ihnen. Es müsste auch ein Karren wahrscheinlich mal wieder kommen. Ja. Ein Karren, okay. Es kommen drei oder fünf Karren. Okay, wir haben sehr viel Zeug. Okay, Workshop ist abgerissen. Floor bitte. So, auch wieder aus Granit. Oh, Granit nimmt langsam ab. So, da ist das schon mal erledigt. Jetzt gucken wir wieder hier runter. Gut, das da oben wurde gesmoothed. Deswegen können wir jetzt über Designation Car Fortifications machen, weil durch Fortifications läuft das Wasser ab. So. Und wir sollten die ganzen Ramps hier entfernen. So, hier und hier am besten auch. So, gut. Ja, meine Militärzwerge kümmern sich darum. Ja, wenn so viele Zwerge meinen, dann geht das auch viel, viel schneller. Hm? Gut. Werden sehr viele Hunde geschlachtet. Jetzt, da wir zwei Butcher haben, geht das auch viel schneller. Was wir machen müssen, ist wahrscheinlich nachher mal schnell die Küchen abreißen, dass wir dort auch den Flur legen, richtig legen können. Auch wenn wir... Und wir haben wieder mal einen Dieb, der von einem der Wachen von der Karawane gejagt wird. Ja, jagt ihn nur. Gut. Gucken wir mal, wie weit sind meine Zwerge hier. Die kommen langsam voran. Oh. ganz schnell. Add new task. Link Floodgate F, aber nicht zu dem, sondern zu dem Floodgate mit Granitmechanismen, und dann bitte den Lever pullen, weil da ist ein Zwerg eingesperrt. Daran habe ich gar nicht gedacht. Upsi. Na gut, kann passieren. Aber ich denke, das wird einer meiner Mechaniker ganz schnell erledigt haben. Genau, da kommt er schon mit dem ersten Mechanismus. Dem Zwerg, da scheint es ja noch gut zu gehen. Er meckert jedenfalls noch nicht. Seid ihr bereit zum Traden? Ja, seid ihr. Gut, dann gucken wir mal. Kupferbarren und Bronzebarren, die nehmen wir auf jeden Fall, genauso wie die Silberbarren und den Eisenbarren. Bismuth-Bronze nehmen wir auch gerne. Platin ist zu teuer, Billion weiß ich nicht, was man damit anfangen kann, aber Silber und Bronze nehmen wir. Platin, Silber auf jeden Fall. Und wir haben, glaube ich, wieder Winter. Malachit, nö. Ein bisschen Glas können wir auch abnehmen. So, jetzt gucken wir mal. Clay brauchen wir keins. Sollen wir ein bisschen Holz nehmen? Ja, nochmal, wir nehmen nochmal Holz von ihnen.